mir für den Tod. Es mag nicht so aussehen, aber das hier ist eigentlich eine Let's Play-Runde für am Rande des Imperiums mit ein bisschen Zeitalter der Rebellion hineingemischt. Zwischendurch ist es ein Kindergarten, aber das ist, glaube ich, normal bei Rollenspielen. Wir haben jetzt auch für uns einmal eine Pause gehabt zwischen den Spielsitzungen. Und das heißt, wir sind jetzt bei dem Recap oder bei dem, was bisher geschah. Erstmal überhaupt, wer seid ihr? Was spielt ihr? Ich spiele Tick-Tick, den E-Book-Techniker, aber wie sich daraus kristallisiert hat, auch den Piloten einer Besitzer einer Luxusjacht, der aber nicht so richtig gut Basic spricht, deswegen er eigentlich ein Protokolldruine als Übersetzer dabei hat, nämlich einen ST-78, der kreativ überträgt, wie Tick-Tick und die anderen Leute miteinander sich unterhalten. Genau, und ich spiele eine Chess, und zwar eine Entdeckerin. Den Namen muss ich immer ablesen. Das ist ein bisschen bei den Chess ein bisschen länger. Tessafro Nuru Odo. Der heißt einen Namensteil gemeinsam mit Thrawn Nuru Odo. Ja. Der auch bekannt als Thrawn. Thrawnschaft. Ja. Es ist halt so bei den Chess. Achso, oder ist das ein verbreiteter Name auf Chilla? Das ist ein Familienname tatsächlich. Er setzt sich ja zusammen aus einem aus drei Namensteilen und der Rufname wird ja aus dem Mittelteil und dem letzten Buchstaben des ersten Teils und dem ersten Buchstaben des letzten Teils gebildet. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Wie war das in der Mitte? In der Mitte war es Afro. Genau. Und dann werden sie Afro. Nee, so funktioniert das nicht. Du musst das S von vorne noch. Safran, genau. So wie Safran, nur Safran. Mit O. Mit O und Doppel-F, genau. Genau. Ja. Und du bereust es schon, dass du dich dieser Gruppe angeschlossen hast. Ich bin eigentlich relativ gechillt, würde ich mal sagen. Und nein, ich sehe das alles bisher noch relativ gelassen. Was soll ich sagen? Weniger gelassen sieht das der Herz meiner Rechten. Slug. 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 Oh, wir haben ja auch alle überall Actionfiguren hier für euch. Das ist Slug. Slug. Ja, ein traditionischer Kopfgeldjäger. Ja. Ne, Söldner. 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 Hast du auch so ein fettes Blastergewehr wie deine Actionfigur? Wenn nicht zwei. Hm. Ich dachte, du hast so eine Vibro-Axt. Ja, es ist eine Energielanze und ein Kampfmesser. Ich sehe meinen Opfern gerne ins Auge, wenn sie sterben. Ja, und zwar nicht durch ein Visier. Richtig. Und die freundliche Person mit dem Ziegenpferde-Affengesicht hier rechts genau spielt diese Actionfigur. Du musst nur so einen Balken vors Gesicht schieben. Boah! Nein, das ist Anselm und er spielt diese Ziegenpferde-Affen-Kreatur, die ein Botaner ist. Können wir ihm nicht irgendwie so eine Tüte überziehen oder irgendwas oder irgend so einen Schal drum wickeln? Ja, aber dann kann ich ja schlechter reden. Ihm oder? Sowohl als auch im Zweifelsfall. Chef, an deiner Stelle ja. Würde ich mich da gar nicht so sehr drüber auslassen. Glashaus, Steine. Ich habe eben schon gesagt, Steff erinnert mich irgendwie an so schlechte Ägypter, so aus dem alten Ägypten aus Comics oder Filmen oder so, die einfach so ein Ding übergeworfen haben. Ich hoffe, bei unserem Evo legen sich die Flecken bald wieder. Ich spiele Nick Tressay, einen botanischen Kommandanten. Das ist irgendwie ein ganz komischer Beruf, vor allem am Rande des Imperiums. Also ich habe ja eigentlich keine große Funktion mehr, aber ich habe eine schwere Blasterpistole und treffe Entscheidungen, die manchmal ziemlich dumm sind. Ja. Für einen Kommandanten ist das interessant, schlechte Entscheidungen zu treffen. Frag dich aber mal, er trifft die Entscheidung. Frag dich mal, warum ich keinen Trupp mehr habe. Jetzt verstehe ich. Auf jeden Fall ist eure kleine zusammengewürfelte Gruppe auf einer Station unterwegs gewesen, die letzten Sitzungen, die einfach nur das Rad heißt. Und die dafür verrufen ist, dass es dort zwar irgendwie Recht und Ordnung gibt, aber das hat mit den allgemeinen Definitionen von Recht und Ordnung nicht unbedingt was zu tun. Die Station wird von einem großen Druidengehirn kontrolliert, das die Station mithilfe von einzelnen Druidenkörpern irgendwie unter Kontrolle hält. Und das Imperium hat da nicht wirklich das Sagen, aber auch sonst niemand. Und ihr habt dort einen Auftrag angenommen von jemandem, der eine Cybertech-Firma leitet, von einem Twi'lek namens Reum, der euch gebeten hat, ausführlich zu machen, was mit einem am Ende der Klonkriege abgestürzten Schiff passiert ist, mit der Sa'Nalaor. Und zu dem Zweck habt ihr schon Erkundigungen eingeholt, habt euch auf den Flug und dergleichen vorbereitet. Und zu guter Letzt hieß es, dass ihr jetzt noch einen weiteren Begleiter bekommt, nämlich einen Protokolldruiden aus dem Besitz von Reum namens IT3PO, der die Koordinaten
besitzen soll, um euch dorthin zu bringen, wo ihr hin sollt. Denn es ist über seltsame Wege ist eine Kommunikationsbarke von diesem Schiff aufgetaucht mit einem Notruf, über das man wohl nachverfolgen kann, wo es abgestürzt ist und wo es verschwunden ist. Und naja, ihr sollt da hin und schauen, was ihr alles an Wertvollem irgendwie raussuchen könnt. Weil besonderes Interesse daran ist, weil es heißt, dass da dieses Schiff was, entweder Dinge transportiert hat oder Leute transportiert hat, die mit Cybertechnologie was zu tun hatten. Und deswegen ist er da sehr daran interessiert, einen Deal zu machen und möglichst vor allen anderen was rauszuholen. Leider ist dieser Druide, kurz bevor er bei euch angekommen ist, von einer Truppe von Rodianern entführt worden. Wir haben es zuletzt aber geschafft, also ihr habt es zuletzt geschafft, diesen Druiden wieder zu befreien. Und ich glaube, wir haben geendet kurz nachdem Slark begeistert. Slark. 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 Hartes K. Slark. Danke. So, als wäre dir schlecht und du müsstest dran. Slark. Slark. Ihr müsst es korrekt aussprechen, er steht darauf. Saffron. Nicht Afro, Saffron. Ich hab's mir gemerkt. Korrekt, ja. Einen von diesen Rodianern abgestochen und seltsam farbenes Blut überall im Gang verteilt hat. Und dann hat der Rest von ihnen die Flucht angetreten und ihr habt beschlossen, dass ihr möglichst schnell zu eurem Schiff zurück solltet, weil, naja, es wäre vielleicht unangenehm, wenn ihr jetzt noch ein bisschen da bleiben müsstet und erklären, warum ihr diesen Rodianer abgestochen habt und andere angeschossen und dergleichen. War halt da. Ja, wollte halt. Er hat versucht, den Protokollruiden zu stehlen. Ja, ich glaube, Tick-Tick ist ohnehin noch bei seinem Schiff gewesen. Während gewisse andere Leute Ach, sich. Stimmt, den hatten wir ja zurückgelassen, oder? Tick-Tick. Ja, in der Hoffnung, dass er war jemand. Ja. Mhm. Wolltest du nicht umhaken? Eigentlich schon, ja. Stimmt, es gab dann noch die Sache mit dem, ihr seid irgendwie in der teuersten Landebucht gewesen. Ja, also aber um zu parken wäre noch teurer gewesen. Sag mal, Steff, woher ist eigentlich der Name Tick-Tick? Der kommt mir bekannt vor die ganze Zeit. Nein, nee. Es gibt eine Band, die heißt The Tick-Ticks. Tick-Tick und Track. Ich weiß, dass da jemand das Let's Play guckt. Es gibt irgendeinen Film, wo der Protagonist, ich weiß nicht, irgendwas Fantasy-Mittelalter, was weiß ich, wo der Protagonist dann sagt, ja, und mein Freund, großer Krieger, kommt mit, Tick-Tick. Deswegen weiß ich das noch, weil es irgendwie so lustig war, aber falls es jemand weiß. Tick-Tick ist doch eigentlich der passende Name für einen Bombenleger. Und das, liebe Leute, nennt man eine Abschweifung. Ja. Entschuldigung. Keine mythenmetzische Abschweifung, leider. Nein, wenn es eine mythenmetzische Abschweifung wäre, dann wäre sie noch viel ausführlicher. Wir hätten in großer Tiefe irgendwelche absurden Dinge kommentiert, die nur sehr, sehr vage mit dem Geschehen was zu tun haben. Oder unsere Aromaschubladen wieder zugemacht. Ja. Das ist auch eine Abschweifung. Mhm. Stimmt. Aber immer noch keine Mythenmetzische. Nee. Es ist metamythenmetzisch. Also, du bist noch am Schiff und bist da wie immer irgendwie am Rumtüddeln, während ST78 hinter dir herräumt. Es fällt ihm nicht sehr leicht, weil er auch ein Protokolldruide ist und aus der Hüfte beugen ist nicht seine große Stärke, wenn du irgendwas wieder liegen gelassen hast. Wir bekommen gerade präsentiert im Hintergrund ein Filmplakat, auf dem Tick-Tick steht. Das meine ich nicht. Warte, und der Hauptdarsteller ist Ding-Dong Dantes? Das ist doch ein Porno, oder? Sieht nicht aus wie Porno. Sieht aus wie ein Martial-Arts-Film. Das wäre ein nekrophiler Porno, glaube ich. Könnte man in das Filmplakat jetzt nicht den E-Book einblenden? Ein Muschelberg ist es vielleicht. Ja, das wäre... Ja, da kann man bestimmt so einen E-Book rein retuschieren. Ne? Mhm. Oh, musst du nur das Gesicht austauschen, der Rest passt ja quasi schon. Ne? Ja, diese Muskeln. Für einen E-Book bist du extrem männlich und groß und breitschultrig gebaut. Leider neigen E-Books generell zu eher so einer Smarty-förmigen Figur. Es gibt dann bloß noch den Unterschied zwischen Schoko-Smarties und Erdnuss-Smarties. Ja. Also M&M's, Entschuldigung. Brad, du hast einfach nur Tick-Tick gegoogelt und dann kam das, oder? Ja. Dann wäre da so schön in dieses Bild ein E-Book rein, Photoshop, den danken wir dann in der nächsten aufgenommenen Folge. Wird Steff dann namentlicher Erwähnung werden. Wie, wenn wir die am Stück aufnehmen? Wir nehmen alle am Stück auf. Ja, wir sitzen ja so lange hier, also sie senden die gleich natürlich. Nein. Können wir zurück zum Spiel kommen? Ich glaube, sonst müssen. Ja, machen wir, sonst müssen die kurz wirklich rausschneiden. Die Magie des Internets. Jetzt ist eigentlich schon Vergangenheit. Gestern ist heute Morgen. Tick, tick. Ja. Und du schaust vorne aus dem Cockpit raus und siehst aus dem. Naja,
die Gänge, die rausführen, du siehst den irgendwie auf einmal ein paar Blasterschüsse irgendwie den Gang hinunterfliegen und Funken sprühen, weil irgendwas getroffen wurde, was Funken sprühen kann, was erstaunlich viele Dinge auf so an Bord so einer Station sind und Leute, die da etwas in Panik geraten vor irgendeinem Aufruhr, irgendeiner Sache, die da passiert, weglaufen. Kenne ich meinen Stamm inzwischen, oder? Ja. Dann würde ich schon mal das Schiff anlassen. Ich würde schon mal startbereit machen, ja. Gute Güte, Sir. SD-78 kommt nach vorne. Haben wir es denn auf einmal sehr eilig? Ja. Ich zeig nach draußen. Ach du meine Güte. Ich werde den Rest der Crew an der Rampe erwarten. Tja. Und damit stiefelt er wieder nach hinten. Ja gut, was macht ihr? Du stehst mit dem Messer in der Hand und in deiner anderen Hand die erkaltende Leiche deines Feindes. Schmierst er ein heiliges Symbol auf die Stirn. Nimmt man sich dann eine Trophäe mit? Ja, ne? Ja, warum nicht? Boah. Rodianer haben Ohren, oder? Ja, die haben diese großen Tütenohren, so schreckmäßig. Prima. Die haben aber auch diesen Mund. Ja, das ist aber mega cool. Ich nehme mal so ein Ohr. Genau, nimm dir einfach mal den Mund. Das wäre ein bisschen komisch. Die Ohren ist nicht komisch. Ja. Was passiert sonst noch so? Die restlichen Rodianer sind geflohen. Was macht ihr zwei? Ich glaube, ich bin verletzt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin nicht verletzt. Ich habe hier aufgeschrieben, Wunden aktuell 5. Ja, dann bist du wohl verletzt worden. Vielleicht wurde ich auch auf den Azoren verletzt, aber. Was? Weiß nicht. Sagen wir einfach, ich bin verletzt. Ja. Dann stütze ich ihn mal und helfe ihm auf dem Weg zurück zum Schiff. Wenn ihr euch umschaut, seht ihr das natürlich. An Bord dieser Station auch überall Überwachungskameras sind. Das heißt, irgendjemand hat auf jeden Fall gesehen, was ihr da gemacht habt. Vermutlich das Zentralgehirn, das ohnehin alles die ganze Zeit. Beeilt ihr euch? Die verlassen. Ja, wir beeilen uns. Also wir. Aber dann hat es ja auch gesehen, dass die Rodianer zuerst geschossen haben. Also ihr habt jetzt IT-3PO dabei, der neben euch ja läuft. Ja, ich hoffe, der hält gut mit. Oh, geht eigentlich. Der hat mehr oder weniger einen Vorsprung schon, bevor ihr anfangt zu laufen, weil er einfach, nachdem er von den Rodianern befreit wurde, Fersengeld gegeben hat. Und dann sind wir alle auf dem gleichen Weg Richtung Schiff unterwegs, oder? Ja. Ja. Mein Meister möchte ja normalerweise meine Analysen nicht hören, aber ich würde sagen, dass wir, wenn wir nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten starten könnten, ein großes Problem mit der hiesigen Rechtsprechung bekommen könnten. Ich kämpfe gegen den Impuls an, der entkommenen Beute nachzulaufen. Ich betrachte meine Trophäe und lass das einfach mal einen erfolgreichen Tag sein. Ich folge dann dem Druiden, überhole ihn und bin vor ihm am Schiff. Wurde ich der andere Protokoll-Druide erwartet, der die Arme hochwirft. Gute Güte, was habt ihr nur getan? Du kommst auch mit? Los, 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 was fehlt? Schnell, schnell! Bei dir kommt ein Funkspruch rein. Irgendjemand von der Station versucht, Kontakt mit euch aufzunehmen. Ja, ich versuche ihn mal entgegenzunehmen. Ja. Da dein Übersetzer-Druide gerade nicht anwesend ist, verstehst du irgendwas von Gewalt. Das ist ein Wort, das du relativ schnell gelernt hast. Und dann eine Menge Sachen, aber irgendetwas von Stillstehen oder Nichtbewegen. Auf reinem E-Book antworte ich, wenn mir Gewalt droht, werde ich garantiert nicht stillstehen. Es gibt auf der anderen Seite kurze Verwirrung. Hat jemand das verstanden? Und dann wird das nochmal wiederholt. Irgendwas mit Gewalt und Stillstehen. Und dann hörst du auch schon die schweren Schritte des Trandoshanas, der hinter dir die Rampe in den Hauptteil des Schiffes hochdonnert. Das hört man immer bis in den letzten Winkel. Und du siehst, dass der Rest da auch sehr gerade drauf zuhält. Tick, tick, flieg los! Weg! THT! Gewalt! Flieg! Tick, tick! Fliegen! Flieg! Tja! Los! Ja, dann mache ich das Schiff startklar. Tja, der Rest der Crew möchte gerne aufbrechen. Sehr gut. Ja, ich mache das Schiff startklar und würde dann... Gut. Ich warte, bis alle drin sind, hau dann auf den Knopf, dass die Rampe zugeht und... fährt hoch. Du hebst also ab, wenn es das Schiff ein bisschen schwungvoll, ein paar Aufbauten der Landebucht, in der ihr seid, überleben das nicht unbedingt. Und als du dann Gas gibst und durch das Energiefeld nach draußen beschleunigt, seht ihr auch, wie mehrere Druiden in einheitlichen Körpern
und mit Schocklanzenbewaffnung in den Hangar hineinstürmen, aber zu spät sind, um euch noch zu erwischen und sie stattdessen vor dem Rückstoß des Antriebs wegducken müssen, um nicht zu unangenehmen Ölflecken verbrannt zu werden. Was du dann aber machen willst, du gibst also Gas raus, aber da du vorher nichts abgeklärt hast mit irgendeiner Flugsicherheit oder dergleichen, musst du direkt deine Probe ablegen, um nicht mit einem Frachter zusammenzustoßen, der einen gemütlich versucht, in einer der anderen Landebuchten nebenan zu docken. Okay, dann Pilot-Weltraum. Pilot-Weltraum. Gewandtank 2 und ich kann die zwei Würfel umwandeln, glaube ich. Du kriegst dann direkt zwei. Da ich zwei, ja. Und du kriegst 3 lilane. Okay, du hast 2 Erfolge und ein Vorteilssymbol, aber wir haben auch 2 Fehlschläge und eins, das die Vorteilssymbole aufhängt und dann bleibt noch ein negativer Nebeneffekt übrig. Das heißt, Tick-Tick zerrt an den Konsolen. Zerrt an den Konsolen, schnattert vor sich hin, tritt auf irgendwelche Pedale, es gibt einen Rucken. Ein kreischendes Geräusch, das sich durch den Rumpf fortpflanzt, als du mehrere von den Frachtcontainern aufreißt. Irgendetwas habt ihr sicherlich verloren. Einige Warnleuchten sind angegangen. Und das Schiff hat, da wird jetzt Schaden genommen. Zettel für das Schiff. Genau. Hüllenschaden? Hüllenschaden, das sind 2 Hüllenschaden. 2 Hüllenschaden, okay. Dann darf ich jemanden Bleistift? Leider. Dann machen wir das dann. 2 Hüllenschaden, okay. Ja. Nicht gut. Ich glaube, Tick-Tick ist dann der Name eines Krieges aus 10.000 BC. Dieser Film, wo irgendwelche Steinzeitmenschen nach Ägypten kommen. Oder so. Und mit den Mammuts die Pyramiden bauen. Mit den Mammuts die Pyramiden bauen, genau. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber da hätten wir schon wieder Ägypten, das passiert zu dem. Sehr gut. Tick, Tick, was machst du? Tick, Tick, fliegen! Sir hat ein Ausweichmanöver durchgeführt. Das habe ich gemerkt. Leider war es zu knapp. Das war eine rhetorische Frage. Oh, Entschuldigung. Mir fällt es manchmal schwer, das aus dem Tonfall abzulesen. Oh, die medizinische Ausrüstung! Meinst du, meinen Sie mich oder Tick, Tick? Sir, Tick, Tick ist damit beschäftigt. Ah, SC-78, oh, die medizinische Ausrüstung! Sehr wohl. Er stiefelt davon. Und wo ist eigentlich dieser Sanitäter, den wir mal hatten? Ich glaube, wir haben keinen Sanitäter. Mehrere Punkte tauchen auf deiner grafischen Darstellung von dem umliegenden Himmel, Weltall, wie auch immer du das für dich bezeichnest, auf, die euch offensichtlich verfolgen und auch beschleunigen. Es scheint so, als hätte die Station mehrere Abfangjäger oder etwas der Art, zumindest von der Geschwindigkeit her und der ersten Peilung her, gestartet, um euch einzuholen. Ich brülle durch die Lautsprecher-Einrichtung des Schiffs. Fliegen Gewalt! Wie hieß nochmal unser Droide? PO? Auch irgendwas? IT-3PO. IT-3PO, wo müssen wir hin? Ich werde die Daten in den... schnell! Einschmeißen. Sehr wohl. Währenddessen kann ich mich gerne um deine Wunden kümmern. Ja, sehr gut. Da müssten wir jetzt die Regeln wahrscheinlich können dafür. Ja, na gut. Was, Medizin? Wir haben uns ja mit unserem gemeinsamen Geld am Anfang ein Medizin-Kit, wie heißt das? Nicht ein Notfall-Kit, sondern ein Medikit, also das große gekauft. Stimmt, du hast eins. Ja. Ach, ich weiß noch, wie wir darüber debattiert haben, ob du vielleicht... Genau. Ja. Und wir haben ja das Große, da ist ja alles drin, so mit Computer und Diagnosegerät und sonstigen Sachen. Genau, das gibt dir Bonuswürfel. Ja. Oh, wow. Okay. Wie schwer bist du verletzt? Ich habe 5. 5 von 11. Okay. Wundenlimit ist 11, aktuell habe ich 5. Also, ich bin halb tot, ich weiß nicht. Ich habe einen Blasterschuss abgekriegt, glaube ich. Moment, ich muss aber... Bestimmt also, Feier, so du hast, hast noch nicht das halbe Wundenlimit ausgeschöpft. Nein. Sehr gut. Okay. Habe ich das nicht so gut sofort aufgeschlagen? Aber ich habe doch zwei Punkte Medizin. Mhm. Ja, das heißt, ich bekomme doch irgendwie 2 Würfel und 3 für Intelligenz, ne? Genau, das heißt, du würdest 3 grüne Würfel bekommen und 2 davon werden zu gelben aufgewertet. Ich habe dir das alle schon fertig so hingelegt. Und die weißen? Das sind Bonuswürfel, sind weil sie dieses geile Medikit benutzt. Vertraut Miley, sie kennt sich aus. Sehr gut. Ja.
Sehr schön. Und das war... Ein Maluswürfel, den musst du dazu würfeln. Ach so. Ja, das ist die Schwierigkeit seiner Verletzung. Hättest du mir eine einfache Verletzung zulegen können? Das ist einfacher einfache. Geht's nicht. Ich wurde mit einem Blaster angeschossen. Von einem Rodianer. Du hättest von dem bekannt dafür, dass sie nochmal schießen, wenn sie sterben. Du hättest von dem... Stimmt. Ja, es ist bei Imperial Assault, so um das zu erklären. So, was haben wir denn? Ah, wir haben schon du mal... Du hast zwei Misserfolge, aber du hast auch zwei Erfolge und dann hast und du ich habe vier Vorteile. Vier Vorteilssymbole. Ja. Das ist gut, das heißt, oder? Nicht geheilt, aber die medizinische Ausrüstung ist top in Schuss. Das wissen wir jetzt. Ja, du heilst nichts. Aber machst es auch nicht schlimmer. Aber der Schmerz ist weg. Er müsste eigentlich nicht nur keine Schmerzen haben, bei vier Erfolgen es geht ihm Vorteil super. Müsste er eigentlich so richtig so ein bisschen. Du bist high. Du bist gut gelaunt. Aber haben wir es mit den Schmerzmitteln übertrieben, ja? Inwiefern ist das ein Vorteil? Du findest, ich bin ein verdammt guter Arzt wahrscheinlich, weil du dich so gut fühlst. Das sieht scheiße aus, aber mir geht schon viel besser. Ja. Tick-Tick, was macht der Überraumsprung? Tick-Tick, fliegen! So, ich hätte von dir dann gerne nochmal eine Pilotenprobe und irgendjemand müsste sich darum kümmern, den Kurs zu berechnen. Die Daten sind jetzt im Rechner. Hat hier irgendjemand Astronavigation? Bitte was? Hat hier irgendjemand Astronavigation? Ja. Na bitte. Also nicht ich. Ich sagte ja und schaue zu ihm rüber. Also ich weiß, dass er es hat. Hab ich das eben so? Natürlich. Ganz nach da oben gleich, ja. Ja, dann, dann pilotest du nochmal. Cool, ne? Erstmal piloten. Dann kriege ich noch. Das ist wichtig. Ja, da kommt bei dir am Ende bleibt nichts mehr übrig. Das heißt, die Jäger kommen immer näher und ihr Beschuss behindert sich sehr stark dabei, wenn also den richtigen Austrittsvektor aus dem System suchst, um den Hyperraumsprung einzuleiten. Das heißt, es wird jetzt schwieriger für dich, diesen Hyperraumsprung. Hat dieses Schiff Waffen? Das ist eine Luxusjacht, die hat bestimmt Waffen. Ja, dann auch stimmt, wieder aber zwei gelbe dann. Das auch für Astronavigation? Genau. Also auch ich zwei, zwei. Gut. Genau. Oh. Vielleicht hier den was haben wir nehmen, drei Erfolge, zwei Misserfolge. Okay. Du machst tatsächlich erfolgreich den Sprung durch die Lichtmauer. Die Sterne ziehen sich vor dir zu langen Streifen und dann erfüllt das wirbelnde Grau des Hyperraums die Kanzel. Aber es gibt gleichzeitig immer noch ein Warnsignal. Irgendetwas in dem Schiff hast du belastet. Du kannst ja mal Systembelastung auch zwei aufschreiben beim Schiff. Irgendwelche Systeme machen nicht mehr so richtig das mit, was du willst, aber da du mit dem Lesen von Basic immer noch viel mehr Probleme hast als mit dem Sprechen, kannst du nicht genau sagen, was das Problem ist. Gut. Ja. Es gibt einen Alarm. Er ist noch nicht auf dem Niveau mit den überall roten Lichtern und wirklich gräben gekreischt, der sagt, gleich fallen wir auseinander, sondern es ist ein orangenes Pulsieren. Ja. Mit Symbolen, die andeuten, dass alle Passagiere sich bitte in ihre Kabinen begeben und anschnallen sollen. Dafür ist ja eine Yacht eigentlich. Ja. Es gibt dann auch nochmal ein Symbol, wenn du vorher den Jacuzzi verlassen sollst. Dann kommt nicht eine automatische Stimme, automatische weibliche sanfte Stimme jetzt. Achtung! Alle Passagiere verlassen bitte. Nein, gibt es nicht. Räume und begeben sich in ihre Quartiere. Es sind ja extra Symbole, damit man keine verschiedenen Sprachen braucht. Eine kleine Person sieht, die in ein Zimmer geht und danach sich anschneidet. Ich achte mal drauf, dass sich alle hinsetzen und aus dem Weg sind. Und damit sind wir unterwegs. Wir sind im Hyperraum und es geht zu den Koordinaten, an denen ihr möglichst ein abgestürztes Raumschiff finden sollt. Und wir machen eine kurze Pause.